In diesen Tarifverhandlungen stand für uns die Beschäftigungssicherung und die Milderung sozialer Härten im Vordergrund. Wir haben zurzeit sehr viele Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben oder unmittelbar Kurzarbeit bevorsteht. Dafür gibt es gesetzliche Regeln, die 60 oder 67% des Nettoentgelts absichern können durch die Kurzarbeit. Wir haben dazu den Tarifvertrag ZIA geschaffen, der nun noch eine Erhöhung der monatlichen Bezüge sicherstellen soll und damit auch ein höheres Kurzarbeitergeld. Und wir haben mit dem Solidar-TV die Möglichkeit geschaffen, einen Finanzierungsbetrag zu erzeugen, der in den Betrieben konkrete soziale Härten abmildern kann. Die Kurzarbeit ist geregelt im § 95 fortfolgende SGB III. Dort ist beschrieben, dass bei einem Arbeitsausfall, der nicht vermieden werden kann, dass die Agentur für Arbeit dieses Kurzarbeitergeld zahlt, 60 oder bei Menschen mit Kindern 67% des Nettoentgelts. Das Kurzarbeitergeld gewährt die Agentur für Arbeit aber erst dann, wenn der Arbeitsausfall unvermeidbar ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel Plusstunden, die sich auf Arbeitszeitkonten befinden, unverplanter Urlaub eingesetzt wird im vertretbaren Maße und damit die Kurzarbeit weitgehend vermieden wird. Das ist eine zwingende Regelung, die vom Gesetz her stammt, die wir auch nicht aushebeln können. Aber es ist auch eine Regelung, die für die Beschäftigten günstig ist. Denn jeder Tag, den ich mit dem Abbau von Arbeitszeitkonten im Betrieb bin oder den ich durch Urlaub absichere, habe ich 100% Bruttoentgelt und falle eben nicht auf das deutlich geringere Kurzarbeitergeld zurück. Durch die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld falle ich auf 60 bis 67% meines üblichen Entgelts zurück. Das ist für viele zu wenig, um die laufenden Kosten und die Mieten zu zahlen. Deswegen haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, jedenfalls das laufende Entgelt in den Zeiten der Krise zu erhöhen. Die Möglichkeit, die wir ergriffen haben, ist die Zwölftelung der Sonderzahlung, also des zusätzlichen Urlaubsgelds und des Weihnachtsgelds. Dies kann, wenn es sinnvoll ist, von den Betriebsräten in einer Regelung auf die einzelnen Monate verteilt werden. Das kann jeder Betriebsrat mit seinem Arbeitgeber entscheiden, je nachdem, wie viel Kurzarbeit ansteht, wie lange sie erwartet wird. Der Vorteil ist, dass sich durch die Zwölftelung die monatlichen Bezüge erhöhen und damit auch das zu zahlende Kurzarbeitergeld. Und dann haben die Beschäftigten tatsächlich Monat für Monat mehr Geld in der Tasche, als sie es ohne diese Regelung hätten. Außerdem sind die Vereinbarungen nach dem TV-ZIA, die Zwölftelung, zwingend mit einem Kündigungsschutz verbunden. Das heißt, neben der Milderung ist auch die Beschäftigungssicherung in diesem Paket enthalten. Da wird es aber zu beachten, dass in diesem Jahr ja schon 3 Monate vergangen sind. Für diese kann keine Regelung mehr getroffen werden, sondern für diese 3 Monate müssen das zusätzliche Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld zu den jeweiligen Zeitpunkten noch ausbezahlt werden. Wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber auf die Zwölftelung der Sonderzahlungen einigen, dann werden diese feste Bestandteile des jeweiligen monatlichen Entgelts. Sie werden auch dann gezahlt, wenn keine Kurzarbeit gefahren wird und kein KUK gezahlt wird. Und sie müssen auch nicht zurückbezahlt werden, wenn zum Beispiel ein Beschäftigter früher aus dem Unternehmen ausscheidet. Soziale Härten bei der Kurzarbeit zu mindern, haben wir mit den Arbeitgebern den Solidar-TV vereinbart. Dieser ist zwingend im Gegensatz zum TV-ZIA, der von den Betriebsparteien durch eine freiwillige Betriebsvereinbarung umgesetzt werden kann und muss. Nach dem Solidar-TV müssen die Arbeitgeber 350 Euro pro Vollzeitbeschäftigten bzw. entsprechend ihrer Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte einzahlen. Für Auszubildende die Hälfte 175 Euro. Das Geld kann genommen werden, um insbesondere während der Kurzarbeit eine Aufzahlung zu generieren.
Dabei sind die Betriebsparteien frei, wie sie das Geld verteilen. In manchen Betrieben mag es sinnvoll sein, das Geld an alle in gleicher Weise als Auszahlung auszuschütten. In anderen Betrieben stellen sich vielleicht besondere soziale Härten von einzelnen Beschäftigten. Auch das steht den Betriebsparteien und den Beschäftigten frei, hier in einem solidarischen Akt einzelne Beschäftigtengruppen zu unterstützen. Es ist auch nicht zwingend, dass das Geld als Aufzahlung aufs KUK gezahlt wird. Wir empfehlen das aber dringend. Es ist sowohl für Beschäftigte als auch für die Unternehmen günstig, weil keine Sozialversicherungsabgaben anfallen. Und gemeinsam mit den Regelungen zum ZIA kann so eine Aufzahlung erlangt werden, mit der ein Nettoentgelt von bis zu 80% des früheren Entgelts erreicht werden kann. Aufzahlungen auf das Kurzarbeitergeld müssen versteuert werden. Wenn eine solche Einigung aber nicht nötig ist oder nicht gelingt, dann ist das Geld auf jeden Fall zum 1.12. dieses Jahres auszuzahlen. Und zwar dann gleichmäßig an alle Beschäftigten. Nur wenn das Unternehmen am Ende des Jahres noch immer in einer tiefen Krise stecken sollte, ist es möglich, dass wir gemeinsam mit dem Unternehmen und unseren Mitgliedern im Betrieb beraten, ob hier eine andere Lösung gefunden wird. Der Finanzierungsbetrag soll soziale Härten abmildern. In Betrieben, wo es bereits gute Vereinbarungen zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern gibt, kann der Finanzierungsbetrag angerechnet werden. Wir wollten damit verhindern, dass Arbeitgeber bestraft werden, die bereits verantwortungsvolle Regelungen in ihren Betrieben gefunden haben. Die Politik unterstützt in dieser Zeit die Unternehmen bei der Bewältigung der Krise durch Erleichterung bei der Kurzarbeit. Wir haben mit dem TVZIA und dem SolidarTV Regelungen geschaffen, mit denen die Beschäftigten auch in der Krise in der Lage sind, ihre Miete zu zahlen. Gemeinsam können wir so durch die Krise gehen, gemeinsam können Unternehmen und Beschäftigte die Krise bewältigen. Und dann können wir auch gemeinsam wieder die dann anstehenden Aufgaben lösen, auch die Transformation und andere Aufgaben wieder neu angehen.